wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal, wenn Einstein hatte nur ne 4 in Mathe und war später mal total genial. Ach, Leute, keine Panik, check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Marie-Louise hofft immer noch, Oles Herz zu gewinnen. Der hat mir Marie-Louise gestern Abend geschenkt. Da hat es sich ja gelohnt, dass du wieder mit ihr übers Parkett gerollt bist. Doch dann erkennt sie, dass Ole sie einfach nur ausgenutzt hat. Die Tonne glaubt, ich fahr echt auf sie ab. Mia, Bruno und Max wollten Julia zu ihrem Geburtstag eine Freude machen. Julia will eine Erinnerung an ihr Elternhaus haben. Ah, stimmt. Sekunde. Da wird sich Julia aber freuen. Aber aus der Überraschung wurde eine große Enttäuschung. Was ist damit? Du hattest recht, es sind Liebesbriefe. Ja, aber das ist doch super. So kannst du dich immer an deine Eltern erinnern. Eben nicht, die blöden Teile sind nämlich nicht von meiner Mutter. Wie? Ich verstehe nicht. Mein Vater hat meine Mutter betrogen. Bist du dir ganz sicher, dass die Briefe von einer Geliebten deines Vaters sind? Hier, hör mal. Ich habe noch nie einen Mann so geliebt wie dich, Hans. Das ist dein Vater? Wenn du nicht bei mir bist, vergehe ich vor Sehnsucht. Bla bla bla, unterschrieben mit Susanne. Meine Mutter hieß Marlene. Alles klar, oder? Vielleicht ist es ja ein Missverständnis und die Frau war nur in deinen Vater verliebt. Er aber nicht in sie. Diese Susanne bezieht sich weiter unten auf unvergessliche Stunden mit meinem Papa. Mein Vater hat uns belogen und betrogen. Meine Mama und mich. Ich hasse ihn. Coco, das ist dein Wecker. 5 Minuten. Das sagst du jeden Morgen. Oh, Coco, das nervt. Aufstehen. Oh. Nee, sei doch nicht immer so grausam. Ich bin nicht grausam, ich bin nur anders lieb. Aber du musst auch zur Schule. Steht halt irgendwas Wichtiges bei dir an? Nein, nichts Besonderes. Ich will nur gut aussehen. Sag jetzt nicht, dass du Ole nach dieser miesen Nummer immer noch gefallen willst. Keine Angst, der ist längst abgehakt. Wow, so schnell geht das bei dir? Ja, klar. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Ole nicht einfach zur Theaterkasse geht und sich da Karten kauft. An Premierenkarten kommt er nur durch seine Super-Connection Marie-Louise ran. Ole träumt nun mal davon, groß rauszukommen als Schauspieler. Er denkt, wenn er auf eine Premierenparty geht, entdeckt ihn vielleicht jemand. Wie bescheuert ist das denn? Tja. Du solltest es ihm echt nicht so einfach machen. Zeitverschwendung. Ich bin doch nicht dafür zuständig, dass Ole gute Manieren hat. Hallo? Der muss sich bei dir entschuldigen. Soll ich ihm das vielleicht mal verklickern? Ich glaube, der kann mich ganz gut leiden. Ist echt nicht nötig. Aber ihr bringt mich da auf eine grandiose Idee. Schneller als Fabian? War doch easy. Du hast noch 2 Minuten. Ist okay.
Wann kontrollieren Sie das dann? Zur nächsten Mathestunde. Ist noch was? Ich wollte Sie bitten, wenn mein Vater demnächst zum Elterngespräch kommt. Ja. Dass Sie ihm nichts von der Mathe-Nachschreibearbeit hier sagen. Ich weiß noch gar nicht, wie du abgestimmt hast. Na, besser als drei bestimmt nicht. Also doch, bist du mal bis zu ein bisschen locker ausgleichen? Bestimmt. Ist zu schaffen. Na, siehst du. Jetzt ab mit dir. Mit den Briefen tut uns echt leid. Sorry nochmal, dass wir die Teile aufgespürt haben. Du bist jetzt bestimmt total mies drauf. Mhm. Schon vergessen. Guten Morgen, guten Morgen. Ach, was gut, das ist ein super Morgen, oder? Die hat mal wieder einen Clown gefrühstückt. Ich habe euch nicht verstanden. Das ist ein super Morgen, oder? Morgen! Ja. Und für so einen super Morgen habe ich ein Gute-Laune-Lied. Und um gute Laune Lieder soll es heute gehen. Max, was ist mit dir? Hast du auch ein gute Laune Lied? Und top. Like a virgin. Woo! Touch for the very first time. Like a virgin. When your heart beats next to mine. Woo! Klasse, Max. Und du, Julia? Hast du auch ein Lied? Lied? Mein Lied. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Und 50, 74, 90, 2000, 10, ja, stimmen wir alle ein. Mit dem Herzen in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Bravo, Bruno! Und dann hat Marie-Louise gehört, dass er sie als Tonne bezeichnet hat, die er über die Tanzfläche rollt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ole ist voll der Spacko. Tja, den meisten Typen geht es anscheinend nur um ihren Spaß. Spaß oder Theaterkarten. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Ole so drauf ist. Dabei sieht er doch eigentlich ganz süß aus. Alles nur Masche. Ich find's echt daneben, dass sie nicht den Mut hatte, Marie-Louise direkt nach den Karten zu fragen. Ja, und dann noch hintenrum schlecht über sie reden. Das geht einfach gar nicht. Ich hole uns mal was. Wenn ihr Ole jetzt über den Weg läuft, kriegt er was zu hören. Aber Marie-Louise hat uns ja einen Maulkorb verpasst. Wieso das denn? Passt doch gar nicht zu ihr. Keine Ahnung. Sie hat irgendwas vor, aber sie wollte uns nicht verraten, was. Vielleicht schaffen wir es jetzt, eine Info aus ihr rauszupressen. Hey, wir haben gerade über dich geredet. Und wir sind uns einig. Worin denn? Ole. Bitte sag ihm, was Sache ist. Ich kann dir da gerne helfen. Mir geht er mit seinem Macho-Gehabe auch auf die Nerven. Es bleibt dabei nein. Und wieso? Wir gehen morgen zusammen zur Party. Wie bitte? Was? Willst du uns verkohlen? Habt ihr ein Problem damit? Oh, bitte sag uns jetzt nicht, dass du ihm die Nummer verzeihst. Meine Eltern waren glücklich miteinander. So wie sie auf dem Foto aussehen, waren sie es bestimmt auch. Alles Lüge. Diese blöden Briefe haben alles kaputt gemacht. Hey, Schluss mit Fummeln. Dabei seid ihr doch zu klein. Vorsicht, Hosenscheißer. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Was geht denn jetzt ab? Du hältst doch nicht so.
Hey, Manuel, Maria, wartet mal. Ja? Habt ihr Ole irgendwo gesehen? Nee, der ist schon weg. Der hat irgendwas vom Motorroller gefaselt. Okay, könnt ihr ihn noch mal an die Party morgen erinnern? Ja, und sagt ihm, ich habe Premierenkarten für ihn. Für Blick zurück im Zorn. Aha. Da spielt der Bernreiter mit. Ole steht voll auf den. Du legst dich ja ganz schön ins Zeug. Klar, für Ole. Wer ist Bernreiter? Berühmter Schauspieler. Die Tonne. Kannst du mir endlich mal verraten, warum du dich jetzt vor allen so zum Vollobst machst? Wirst du schon noch sehen. Warum hatte Papi nur eine andere? Vielleicht könnte sie besser kochen. Meine Mutter sagt immer, Liebe geht durch den Markt. Auf keinen Fall. Sie war eine tolle Köchin. Und immer so lieb zu allen. Auch zu Papa. Es kann einfach nicht sein, dass er sie betrogen hat. Vielleicht war dein Vater mit der anderen Frau zusammen, bevor er deine Mutter kennengelernt hat. Hast du mal aufs Datum von den Briefen geguckt? Da stand nur der Ort drauf, glaube ich. Kein Jahr? Was ist mit den Postleitzahlen? Hast du mal einen Blick aufs Kuvert geworfen? Das habe ich gar nicht beachtet. Nachdem ich den einen Brief gelesen hatte, habe ich ihn mit allen anderen in den Bach geworfen. Ich war doch so sauer auf Papi. Wie hast du denn das denn hingekriegt? Julia ist ja wieder gut drauf. Das ist es, Mann. Ich hab's. Kommt noch was? Ja, aber das erzähl ich dir nachher am PC. Wann nachher? Dann sind die Briefe also definitiv weg. Was hast du jetzt vor? Ich gebe als Suchbegriff vierstellige Postleitzahlen ein. Zigtausend Links bestimmt. Was steht da? Lies mal vor. Im Juli 1993 schaffte die Deutsche Post vierstellige Postleitzahlen ab und führte neue fünfstellige ein. Ja und? Julias Eltern lernten sich erst 1995 kennen. Macht's Klick? Dann ist es ja ganz einfach. Wir müssen ihr nur verklickern, dass die Liebesbriefe aus der Zeit davor stammen. Egal, ob es stimmt oder nicht. Hauptsache, sie erfährt es nicht. Ich halte meinen Mund. Okay. Dann muss ich ihr jetzt nur noch sagen, dass ich mich daran erinnert habe, dass die Postleitzahlen auf den Kuverts vierstellig waren. Und gut ist's. Genial. Hallo Julia, hier Bruno. Hä? Ich höre dich so schlecht. Was? Bist am Bach und suchst die Briefe? Mist, das Wasser ist saukalt. Ich spüre meine Füße kaum noch. Dann geh ans Ufer, du hast mir schon genug geholfen. Ich suche allein weiter. Kommt nicht in die Tüte und wenn mir meine Zehen abfrieren, ich helfe dir. Danke, das musst du aber echt nicht. Ich will aber. Hoffentlich finden sie die Teile nicht. Ansonsten können wir den Trick mit den Postleitzahlen vergessen. Keine Panik bei der Strömung. Könnten nicht vielleicht gerade deshalb ein paar ans Ufer gespuckt worden sein? Sehr unwahrscheinlich. Sie sind weg. Alle weg. Das sind die beiden. Hey, die Briefe brauchst du doch jetzt nicht mehr. Bruno kann sich an die Postleitzahlen der Briefumschläge erinnern. Ja, und? Die waren vierstellig, da bin ich mir ganz sicher. Erst seit 1993 sind sie fünfstellig. Alles klar? Ich bin 1996 geboren. Und mein Vater hat meine Mutter erst ein Jahr davor kennengelernt. Du meinst? Genau. Dann war die Affäre meines Vaters mit dieser Susanne lange vorher. Danke, Bruno. Ich wusste es immer. Mein Papa hat meine Mama nicht betrogen. Was soll das denn da werden? Irgendwas hat sie vor.
denn? Irre. Tja, Wasser ist nicht gleich Wasser. Und genau damit wollen wir uns heute fächerübergreifend beschäftigen. Wow, ist ja abgefahren. Darf ich den Trick auch mal probieren? Nur zu. Julia ist echt wieder gut drauf. Hab mal super hingekriegt. Warte, nur falls es nicht klappt. So. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis, Herr Dr. Stass. Fabian befindet sich im normalen Bereich. Von meinem Sohn erwarte ich mehr als Mittelmaß. Und es ist ebenfalls normal, dass die Leistungen im Verlauf eines Schuljahres hin und wieder schwanken. Ich setze auf Kontinuität, wenn ich jetzt bitte einen Einblick ins Klassenbuch haben dürfte. Das ist schulrechtlich leider nicht möglich. Aber über die Zensur meines Sohnes dürfen Sie mich doch wohl informieren. Fabian, du weißt, wie sehr ich es hasse, wenn du lügst. Aber ich hab doch... Und was hasse ich noch mehr als Lügen? Mittelmaß. Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Mittelmaß. Und eine 3 in einer Klassenarbeit ist was? Mittelmäßig. Wer etwas will im Leben, der leistet Überdurchschnittliches. Wie sollst du je in Harvard angenommen werden, wenn du jetzt schon versagst? Und jetzt alle rein mit euch! Bitte, bitte, Frau Steiner, verraten Sie mir jetzt doch den Trick. Wir sind doch jetzt unter uns. Wieso Trick? Das war kein Trick. Das war Zauberei. Jetzt hol deine Probe, bevor der Bach leer ist. Mit wem gehst du heute Abend zur Party? In der Clique wahrscheinlich. Und du? Mit meinem Bruder. Den kriegt man auch nur im Doppelpack mit Manuel. Viel Spaß dann. Schaut mal, was ich gefunden habe. Das ist doch einer der Briefe, die Julia weggeschmissen hat. Julia! Mist! Den darf Julia auf keinen Fall finden. Ansonsten fliegen wir auf. So. Das war der letzte. Wieder so ein Gesülz drin wie im letzten Brief? Nee, was viel Besseres. Es reißt mir das Herz heraus, dass du mich verlässt, Hans. Auch wenn ich verstehen kann, dass dir deine kleine Julia über alles geht. Super! Julias Vater hat die Frau verlassen. Dann können wir ja den Brief vielleicht geben. Als Erinnerung an ihren Dad. Toll. Oh nein, das geht gar nicht. Lest mal, was da steht. Mist, ich muss kurz hoch. Ich bin gleich wieder da. Den Schneider kaufen lassen. Bei der Relativitätstheorie oder auch schon besser. Das kann ich ja sogar noch erklären. Sie vielleicht, oder wann nicht, der ist nämlich... Ist ein erbärmlicher Versager. Versager! 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 Versager!
Nein, 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 ich bin kein Versager. Mr. Beck-Service. Bitte, Herr Berger, ich habe die analogen Schaltkreise jetzt drauf. Die analogen Schaltkreise. Glaub mir, Vater. Vater! Die Party hat schon angefangen. Fabian, du wolltest doch zur Party. Hallo, Stasi. Na, dann halt nicht. Boah, sieht der nicht cool aus? Ziemlich. Genau wie in seinem letzten Film. Ich würde so gern mit dem quatschen, aber ich trau mich nicht. So toll ist er jetzt auch nicht. Geh einfach hin. Der freut sich bestimmt, wenn mal jemand mit ihm redet. Nee, ich bring's einfach nicht. Heul uns nachher bloß nicht die Ohren voll, weil du zu feige warst, okay? Achtung, es geht los. Wie geil ist das denn? Das ist doch Bernreiter. Dieser bekannte Schauspieler? Echt? Ich hol mir ein Autogramm. Hey, Ole. Falls du eine Tonne übers Parkett rollen willst, um an Theaterkarten ranzukommen, viel Spaß mit der da. Julia wäre es bestimmt lieber gewesen, sie hätte niemals was von diesen blöden Briefen gehört. Du meinst, wir vergessen einfach, was drin steht? Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ich glaube, wir können ja nicht so eine wichtige Info einfach so verschweigen. Was wollt ihr mir verschweigen? Was habt ihr denn da? Das ist ein anderer Brief an deinen Vater. Wo habt ihr den denn her? Sorry, den haben wir im Bach gefunden. Ohne Umschlag? Der fehlte, abgetrieben oder so. War er nicht. Er ist hier. Oh nein. Die Postleitzahl ist ja doch fünfstellig. Sorry, wir haben dir den Brief vorenthalten, weil wir nicht wollten, dass du noch trauriger wirst, wenn du das jetzt auch noch erfährst. Was? Letzte Zeile. Da steht unser kleiner Aaron. Tut mir total leid, Julia. Dein Vater hat sich echt daneben benommen. Er hatte mit dieser Susanne also noch ein Kind gehabt. Das ist der Hammer. Andererseits, kapiert ihr, was das bedeutet? Das heißt, ich habe einen Halbbruder. Das ist doch toll. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.